Moinere, Leute, ja, mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video. Nämlich, wir haben einen Producer Letter bekommen für die Global Version und es gibt sehr geile Neuigkeiten. Ich habe es nur so grob gesehen, aber noch nicht das Video angeschaut. Das heißt, wir machen das jetzt zusammen. Das ist eine Live-Reaktion. Ich muss mich entschuldigen. Im Hintergrund haben wir ein bisschen lautere Geräusche, nämlich werden gerade Arbeiten auf dem Dach gemacht. Also verzeiht es mir. Ich will es trotzdem so schnell es geht rausbringen. Dementsprechend springen wir am besten einfach mal rein und dann schauen wir uns einfach mal an, was es denn jetzt Neues gibt. Ohio Omatsu-Meister. Ich habe kurz reingeguckt, aber dann habe ich abgebrochen. Gucken wir uns zusammen an. Moin Moin. Koto gibt es ja jetzt nicht mehr für die Global Producer Letters. Wir haben jetzt beide Omatsu. Okay, wir reden hier über die Worldwide Campaign. Wie fandet ihr sie? Lasst mich mal gerne wissen in den Kommentaren. Fandet ihr sie geil? Fandet ihr sie nicht so geil? Ich denke, einige waren sehr unzufrieden, vor allem mit dem, was mit Rosé passiert ist. Aber ich guess, okay, kann man leider nichts machen. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Okay, und alles, was ihr quasi auszusetzen habt, lasst es sie wissen in der kommenden Player Survey. Also es macht eine Umfrage und fragen euch, wie hat es euch gefallen. Okay, let's go listen and discuss future events planned for Dokkan Battle. From the current feature characters and used in last year worldwide campaign. Okay, das sind die neuen Features. Und ihr Ablaufsplan. Okay, es werden neue Sachen auf jeden Fall geplant. Bis hin zum 10-jährigen Anniversary. Okay, und quasi der Sync-Up. Der ist auch geplant. Okay, sehr schön. Freue ich mich drauf. Special Surprise in Store for Everyone. Okay, ich freue mich. Okay, nice. Sehr schön. Okay, jetzt. Jetzt haben wir eine Roadmap für quasi den Global und JP Schedule. Oh, bitte sag nicht wieder, es kommt kein Goku und Vegeta und dann kommt doch einer. Update Schedule to be implemented. Okay, neues Update. Legendary Sums Changes. Okay. Carnival Banner sind nicht affected. Coins limited and exchange certain number of coins for the new character. Team rounds only guaranteed to recruit a featured character for every 3 multi-sums. Okay, okay. Sehr interessant. 7 rounds. Müssen wir uns... Gehen wir gleich zusammen durch. Also sie haben auf Pitties gehört. Und hier haben wir unseren ersten Pity. Für Legendary Sum. Warum, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, warum sie das machen. Ja. Aber die LR-Charaktere sind nicht stark genug. Deswegen summt dafür keiner mehr. Mhm. Ja, ja, ja. Okay, sehr geil. Bevor wir quasi weitergehen, möchte ich einmal kurz darüber sprechen. Also folgendes, seitdem sie Carnival Banner quasi implementiert haben, ist halt der Sinn für Yellow Coin Banner zusammen irrelevant geworden. Wir haben auch ein neues Coinsystem, also die türkisfarbenen Coins, die sind natürlich viel mehr Value behaftet, dadurch, dass die Carnival LRs auch so viel stärker sind, mit einem gescheiten Leader-Skill und, und. Das haben die gemerkt, also die sind ja nicht dumm, die haben gemerkt, okay, hey, unsere Legendary Sum Banner, die machen sich nicht mehr so gut. Wir müssen irgendwas ankurbeln, damit wir die auch verkaufen, die Charaktere. Und genau das ist der Fall. Das heißt, wenn irgendwann mal Dokkan Festival Charaktere und Legendary Sum Carnival Charaktere nicht mehr so gut laufen würden, dann würden sie wahrscheinlich auch sich überlegen, okay, hey komm, wir machen vielleicht dafür auch ein PD. Jetzt geben sie uns die Chance, leicht an den neuesten Yellow Coin LR ranzukommen. Was heißt leicht? Wir wissen noch nicht, für wie viele Coins wir quasi so ein
den neuen Charakter bekommen. Also hier steht Perform Sums to get Legendary Sum Coins Limited and exchange a certain number of coins for the new character. Also wir wissen nicht, wie viele wir eintauschen müssen von diesen Coins, aber wir wissen, dass wir den neuesten Charakter bekommen können, wenn wir oft genug dafür sum. Der zweite Schritt ist, 7 Runden lang haben wir quasi eine Dreier-Rotation. Und in dieser Dreier-Rotation kriegt ihr quasi im letzten Step ein Featured garantiert. Jetzt sind natürlich diese Yellow Coin Ella Banner meistens momentan, ich glaube, es sind nur noch 7 Featured Units. Ich glaube, sie haben es geändert auf 7 Featured Units, soweit ich da richtig bin. Das heißt, immer nach 3 Multis kriegt ihr ein Featured garantiert. Da kann natürlich der neueste darunter sein. Und das 7 Mal. Also was sind das insgesamt? 21 Multis oder so, die ihr machen müsst. Um die 1000 Stones. Dementsprechend denke ich, nach diesen 7 Runden besteht die Möglichkeit, sich den neuen Charakter zu holen, wenn man ihn bis dorthin noch nicht gezogen hat. Jetzt frage ich mich, lassen sie es dabei, dass man immer noch 7 Featured hat? Oder quasi tun sie das wieder erhöhen auf 10 Featured? Das bleibt einfach mal abzuwarten, da bin ich gespannt. Aber es ist ein gutes System, natürlich. Kann ich euch deshalb jetzt empfehlen, dafür zusammen für die Yellow Coin Banner? Nein, weil die meisten Yellow Coin LRs sind auch quasi Featured in Carnival Bannern. Also quasi alles, was ihr aus den Legendary Sum Banner bekommt, gibt automatisch nochmal oben drauf für die Carnival Banner. Plus, ich kann euch nicht empfehlen, für quasi Yellow Coins zusammen. Also dementsprechend eher noch ein bisschen uninteressant. Aber für Leute, die wirklich auf einen Charakter richtig brandheiß sind, für die ist das sehr, sehr geil. Weil euren Favorite Charakter könnt ihr quasi chasen damit. Okay, ich würde aber sagen, gehen wir weiter und schauen uns an, was noch so kommt. Wann wird das eingeführt? Okay, ich denke mal, das wird eventuell schon mit Inbase Goku eingeführt. Mal schauen, muss man gucken. Ja, okay, Special Mission. Das kennen wir ja, das war aktuell in der Campaign-Information drin. Wenn ihr das Video von heute Morgen gesehen habt, das kennen wir schon. Ist nichts Besonderes. Okay, ja. Nehmen wir mit. Immer her damit, mit solchen zusätzlichen Missionen. Okay, ja gut, immer her damit. Was haben wir sonst noch? Final News of the Day? Which will be coming up soon. Okay. A limited time special version of study. Okay. Ja, nichts Besonderes. Hatte das nicht sogar, glaube ich, JP schon? Ja, okay, da werdet ihr dann quasi immer einen Elder Kai bekommen. Okay. Und sie... Ah, okay. Das wäre geil, wenn sie das immer haben würden. Diese Z-Hard Difficulty. Wo man immer einen Elder Kai bekommt, daily. Das wäre richtig geil. Dann würde ich es häufiger machen. Sag ich, wie es ist. Okay. War es das? Nee, ich glaube, das war es noch nicht, ne? Da kommt noch was. Okay. Dankeschön, Omatsu. Danke für die Infos. Okay, lasst uns nochmal... Also, es kommt hier nichts mehr. Okay, eine kleine Sache. Und zwar möchte ich nochmal hier über diesen Schedule-Plan grob reden. Und zwar sehen wir hier, 10-jähriges Anniversary ist sehr gehighlightet. Ich glaube nicht, dass quasi der gleiche Schedule eingeführt wird im 9-jährigen schon. Ich glaube, es wird eher darauf hinauslaufen, quasi Worldwide Celebration nächstes Jahr. Und dann 10-jähriges Anniversary feiern wir zusammen mit JP. Es wird auch schon ziemlich hier hervorgehoben. Ich glaube jetzt noch nicht das 9-jährige, aber selbst das 10-jährige wäre ziemlich geil. Also darauf freue ich mich. 10-jähriges wird ein richtiges Banger-Anniversary zusammen mit JP. Und ab da, ich sage euch ehrlich, Dokkan richtig Peak. Okay, das war jetzt erstmal das zum Producer-Ladder. Haben wir noch ein, zwei kleine Sachen. Okay, Broton hat hier das Ganze auch nochmal von der JP-Version zusammengefasst. Und was wir hier sehen können, es gibt ein 9-jähriges Anniversary-Fan-Meeting. Das wurde bei dem Global-Producer-Ladder nicht erwähnt. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir auch... Das ist nochmal ein zusätzlicher Indikator, warum ich denke, dass quasi das 9-jährige nicht zusammengefeiert wird. Ihr wisst ja, Fanmeeting letztes Jahr war quasi abhängig davon, wie ihr euch platziert habt im World Tournament. Ich würde mir sehr wünschen, dass es sowas für Global auch mal geben würde. Cool, dann haben wir ein Fanmeeting. Ich mache einen Vlog quasi von diesem Event. Und dann haben wir ein cooles Video oder was auch immer, ein Stream. Also darauf hätte ich richtig Bock. Aber das wäre vielleicht nochmal so ein Indikator, okay... 9-jähriges Fan-Meeting, Anniversary-Fan-Meeting wurde angekündigt auf JP, nicht auf Global. Also wir werden voraussichtlich vielleicht erst Sync-Up sein, so ab dem 10-jährigen. Okay, dann haben wir quasi, Pity haben wir schon besprochen über Legendary Sum. Denkt dran, das sind nur die Yellow-Coin-Banner, nur die Legendary Sums. So zum Beispiel Ella and Goku, der jetzt kommen wird auf Global und.
Dann haben wir ebenfalls noch das Awakening für ein Tag Team Trunks. Und zwar ist das Trunks und Broly. Ziemlich, ziemlich cooler Charakter. I mean, hey, oh, sieht sehr clean aus. Oh mein Gott. Auch so dieses oben Broly, unten Trunks. Daraus könnte man auch so einen Versus-Charakter machen. Oder irgendwas in die Richtung. Oder ja, man kann entweder Broly sein oder Trunks. Aber die Kategorien sind dafür halt einfach nicht so gut gewählt. Also der Charakter hat fast keine Kategorien. Aber das ist Awakening von dem Story-Event Trunks. Den werden wir auch bald bekommen. Ja, ganz cool. Freue ich mich. Also ich will auch generell eine Broly-Celebration noch. Wäre big. Hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Okay. Dementsprechend würde ich sagen, war es das für das kleine, aber kurze Video. Lasst mich mal gerne wissen, was ihr davon haltet mit quasi hier diesem Pity-System, was wir jetzt eingeführt bekommen für die Yellowcoin-Banner. Denkt dran, nur Yellowcoin-Banner, nicht Dokkan-Festival, keine Dokkan-Festival-LR-Banner, keine Sam-Carnival-Banner, nur Yellowcoin-Banner. Gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao, ciao, haut da, rein.